Hallo. Hallo. Heute ist der 5. August. Sonntag, glaube ich, gell? Ja. Ich habe auch kein Zeitgefühl. Wir haben jetzt einen wunderschönen Platz auf dem Hof von der Familie Etter verlassen und laufen Richtung Send. Send ist ein kleines, herziges Dörfli im Engadin. Da sind wir schon zweimal mit dem Boschi durchgefahren. Und heute haben wir gesagt, wir müssen uns das unbedingt anschauen. Aber vorher müssen wir erstmal dort anlaufen. Genau. Auch wenn die Sonne runterbrätscht und es wieder total heiß ist, haben wir noch einen total schönen Weg. Und da laufen wir wieder. Wir haben zwei schöne Tage auf dem Hof. www.kalbtaufe.ch. Wenn dir mal ein einzigartiges Erlebnis in einem Holziglo erleben, dann können wir das wärmstens empfehlen. Mit sehr gutem Frühstück und einer sehr zünftig guten Zvieri-Platte, eine Flasche Rotwein dazu, eine wunderschöne Aussicht. Genau das Richtige nach einem schönen Wandertag am Val Sinestre. Genau. Jetzt warten wir schnell. Ja, das ist der Suren. Suren? Ja. Ist das? Ja. Okay. Da nicht zuerst Welle mit dir an, aber irgendwie. Raus. Ja. Gut. Unser heutiges Tagesziel ist. Sennetz. Yay! Es geht weiter. Okay, ein bisschen Wehmut ist schon da, weil das ist dahinter, das ist die schönste Ruhe. Die schönste Milchstraße bei Nacht. Mhm. Man sieht sogar den Mars im Moment. Da ist ein bisschen rötlich funkelnder Stern am Himmel. Mega schön. Und wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir da so einen schönen Höhenweg haben zum Laufen auf Sand. Ja. Und wir melden uns dann später. Genau. Schon noch etwas zum Sagen? Ja. Wir grüßen euch nochmal, Familie Etter. Tschüss! Und ich sag dir, wenn wir in Sand sind, lade ich dir zu einem kühlen Getränk ein. Juhu! Mit Prickel drin. Ich bin ein Glückspilz. Ich liebe dich. Sie ist schon süß. Du bist süß. Schwarm, gell? Also der Sommer hat es in sich. Okay, wenn wir das im Winter schauen, gell? Wir müssen uns dann daran erinnern, einfach wie heiß es dieses Jahr war. Ja, genau. Wobei, wir haben jetzt zweimal Sommer. Also, ja, es nimmt auch. So, wir haben jetzt in Sand etwas gegessen und haben Sand verloren und laufen jetzt nach Squall. Wir haben gesagt, wir nehmen den Bus nicht. Wir laufen noch die anderthalb Stunden auf Squall. Auch wenn es noch so brutal warm ist, aber wir haben einen schönen Weg. Geht wie immer mal wieder erst bergauf. Wie fühlst du dich? Ja, warm. Warmer. Warmer ist es. Das ist ein Stückchen Schatten, dann nehmen wir noch so bei. Liebe und Leidenschaft zum Berg ist, wenn man auch bei 35 Grad wandert. Ufer und aber und Ufer und aber. Und was noch?
wenn man am Tag schon so viel gelaufen ist, dass man eigentlich super Muskelkater hat und trotzdem weiterläuft am nächsten Tag. Ja. Yay! Kampfnudeln, du. Wir schmieden diese Kampfnudeln. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind in Schule. Yay! Genau. Jetzt laufen wir zum Bahnhof. Zum Bahnhof, zum Bahnhof. Yay, wir sind im Zernetz. Juhu. Und jetzt komme ich an den Platz. Ja. Yeah. Ich schon die erste Wohnung. Heute schlafen wir wieder draußen. Und eigentlich hieß es, hier sollen es 21 Grad sein. Also 10 Grad kälter als in Schkuol. Aber ich genauso warm. Genau gleich. Was machst du da gerade? Ich richte für die Nacht. Die in der Zweitwohnung? Ja, genau. Da ist unsere Zweitwohnung. Direkt am Inn, auf einer wunderschönen Zeltwiese. Mit ganz viel Platz. So, wir haben jetzt frisch geduscht. Und der Luxus von diesem Campingplatz, wir sind übrigens am Campingplatz Cool in Zernetz, der hätte Küche und man kann kochen. Und wie euch gibt es heute Spaghetti mit Tomatenmark und Thunfisch. Puh, wir haben heute wieder recht geschwitzt, es war ziemlich heiß gewesen und da ist auch recht viel los auf dem Campingplatz. Wir haben einen Platz direkt am Inn, also nicht direkt, einfach auf der Zeltwiese am Inn und ist mega schön. Und das Schöne ist, dass es nicht mehr so heiß ist, also hier kann man es eigentlich recht gut aushalten. Und wir melden uns gleich mit dem tollen Essen. Tada! Mega gut. Ja. Guten Tag. Guten Tag.